So, ihr Lieben, einen wunderschönen Nachmittag. Leider hat es heute nicht geklappt mit dem Heimsieg. Endergebnis in der Oberfrankenhalle 61:71 für Braunschweig. Zu Gast heute Philipp Heiden, schön, dass du da bist. Und du hast dir trotzdem einen Applaus verdient. Also die letzten Fans, die noch da sind, zeigt ihm mal, dass er trotzdem gut gespielt hat und das restliche Team auch. Schön, dass du da bist und dir kurz die Zeit nimmst. Also 61:71 ist jetzt nicht so schlecht, auch die ersten drei Viertel waren auch meines Erachtens auch voll gut. Wir dachten alle schon, oh Gott, jetzt haben wir es echt in der Tasche. Der Einbruch war jetzt quasi dann das letzte Viertel, oder? Wie würdest du das beschreiben? Ja, es ist richtig analysiert. Ich denke, da hat uns ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir haben es auch gesehen. Es ist einfach gerade eine schwierige Zeit, auch im Training. Wir sind sehr dezimiert und dann bei so einem intensiven Spiel wie heute ist natürlich dann am Ende die Kraft ein großer Faktor, was da eine Rolle spielt. Und da hat es einfach gefehlt am Ende. Und trotzdem haben wir, glaube ich, gut gekämpft und man kann trotzdem, denke ich, ganz zufrieden sein. Ja gut, ich habe auch gerade kurz mit Mike gequatscht, der sagt, ihr seid ja wirklich sehr dezimiert, also Teron ist verletzt, Dave ist verletzt, also die beiden, also der beste deutsche Spieler quasi, der beste Ami. Und Simon ist auch, hat irgendwie am Bauch irgendwas. Brian Bailey ist auch immer noch leicht verletzt. Also wie spielt sich das jetzt so ab bei euch im Training? Wer kann jetzt überhaupt noch spielen, richtig? Da müssen wir mal schauen nächste Woche. Weil jetzt beim Spiel ist auch immer, wir haben auch wieder ein paar kleine Verletzungen und dann muss man gucken, müssen morgen die Physios eine gute Arbeit machen und ja, dann müssen wir uns wieder zusammenfinden und dann einfach schauen, wer noch laufen kann und dann weiter trainieren. Ja, so ähnlich hat es Mike auch gerade formuliert, hat gesagt, irgendwie die letzten Kräfte noch zusammen kratzen, die letzten Spieler, die noch laufen können quasi. Bei dir ist aber alles gut hoffentlich, oder? Ja, bei mir ist alles gut, zum Glück. Also bisschen kaputt, aber sonst passt schon. Sehr schön. Es war jetzt das vorletzte Heimspiel der Saison. Wir haben jetzt noch zwei starke Gegner. Also Oldenburg ist jetzt das nächste Heimspiel und dann noch gegen die Brose Baskets. Sag mal, wie schätzt du das jetzt ein? Die Saison ist jetzt fast vorbei. Wie safe sind wir jetzt? Also Stichwort Klassenerhalt. Trier spielt ja jetzt gerade. Ne? Wenn Trier jetzt verliert, glaube ich, schaut es ganz gut aus. Aber wie schätzt du das ein? Naja, es ist mir eigentlich egal. Ich will das letzte Heimspiel gewinnen unbedingt. Und ich hoffe, das wollen die anderen auch. Denn es haben sich die Leute, die Fans, die alle haben sich das verdient. Und darauf müssen wir den Fokus legen, was die anderen machen. Ist im Endeffekt egal. Wir haben es noch in unserer Hand, weil wir noch zwei Spiele haben. Und ich will unbedingt das Heimspiel gewinnen. Und ich denke, darauf sollten wir alle den Fokus legen. Da brauchen wir dann nochmal alle Fans, ja? Also nicht nur die da sind, sondern die 3000 anderen, die sonst immer auch da sind. Jetzt sind wir quasi schon auf der Zielgeraden zum Ende der Saison. Wenn du jetzt schon so ein kleines Fazit ziehen müsstest, wie würdest du die Saison jetzt beschreiben? Schwierig, ne? Ja, schwierig. Viele Verletzte jetzt am Schluss. Vorbei. Ich meine, du weißt, was noch passiert, ja? Aber trotzdem, ich denke, vielleicht haben wir es am Anfang ein bisschen... Ja, am Anfang war gut, dann war es wie eine Achterbahnfahrt im Endeffekt. Ja. Ich meine, es ist halt so, wie sagt man jetzt, das haben wir das ganze Pech mit den Verletzungen und so. Wer weiß, wenn alle gesund geblieben wären, wie es dann ausgesehen hätte. Aber wir haben auch viel Pech gehabt, auch denke ich, mit personellen Entscheidungen. Und es gehört auch alles dazu im Profisport. Ich meine, im Fußball, sogar die allmächtigen Bayern trifft es gerade. Und dann kann es jeden Mal treffen. Und, ich habe schon vorhin gesagt, bei der Telekom, man muss einfach jetzt das Positive da rausziehen und auch aus solchen Saisons, aus einer Saison kann man auch lernen und das sollten wir alle machen und dann nächstes Jahr wieder angreifen. Genau, angreifen ist ein gutes Stichwort. Ich danke dir. Wir drücken euch natürlich die Daumen, unterstützen euch noch bei den nächsten zwei Spielen. Das Heimspiel natürlich noch unter der Brose, naja, ist ja eh relativ nah. Also das könnten wir theoretisch auch zu einem Heimspiel machen, wenn ihr alle kommt und die Jungs anfeuert. Wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Abend und ich danke dir. Und bitte nochmal einen fetten Applaus für Philipp Heiden. Ja.